Herzlich willkommen zu einem weiteren LiveNet-Talk. Ich freue mich sehr, heute hier einen Pionier der letzten Jahrzehnte begrüßen zu dürfen. Dafür sind wir verbunden in den hohen Norden, nach Cuxhaven an der Nordsee. Dort lebt der Ulrich Eggers zusammen mit seiner Frau, der Christel. Guten Tag erstmal, Uli. Hallo, Florian. Ich freue mich sehr, dass wir da ein bisschen eintauchen dürfen in deine Lebensgeschichte, dein Lebenswerk. Sein Biograf ist der Schweizer Theologe und Bestsellerautor Thomas Harry. Und er gab bei diesem Buch hier, das vor kurzem erschienen ist, den Titel Der Ideenentzünder. Wir sehen es hier schon. Und das trifft es natürlich sehr gut, dass Leben von Ulrich Eggers füllt tatsächlich Bücher. 400 Seiten dick ist jetzt dieses Buch geworden. Ein Dialog war das mit Thomas Harry. Was kann man sich darunter vorstellen? Wie ist das zustande gekommen, Uli? Naja, Thomas Harry und ich, wir sind seit über 15 Jahren relativ eng befreundet. Eben, das ist ja auch was Witziges, geht von dem hohen Norden Deutschlands in Richtung auf die Schweiz. Er hat lange bei Aufwarten mitgearbeitet. Wir haben viele gemeinsame Interessen. Wir sind einmal im Jahr mindestens zusammen unterwegs in irgendwelchen Reisegebieten und schauen uns Dinge gemeinsam an. Und die Idee war dann, weil wir das ohnehin ganz viel miteinander machen, Biografien erschließen, lernen von anderen, dann eben auch diese Biografie, die der Verlag gerne haben wollte, gemeinsam zu machen, im Dialog zu machen. Und das Spannende ist, ich war anfangs ein bisschen skeptisch, weil als Autor willst du eigentlich selber schreiben und selber bestimmen. Das ist erstmal so eine kleine Überwindung. Aber das Spannende ist, so melden das viele Leute zurück, dass durch dieses Dialogische, durch das Nachfragen, das Nachhaken, den Außenblick, nochmal was ganz Neues ins Spiel kommt. Und das hat uns richtig viel Spaß gemacht. Ja, das habe ich als Leser auch genauso erlebt, dass man da sehr viel Tiefgründiges erfährt und sehr viel Reflektierendes einfach zum Leben, weil man dann sich in diese Situation von Thomas auch hineinversetzen kann. Er bringt am Ende des Kapitels dann auch jeweils so ein, wie war das jetzt, diese eine Begegnung und dort. Und in einem Kapitel kann man auch erfahren, was deine Frau so sagt über dich und dein Leben. Total wirklich spannend und auch ja sehr persönlich, also sehr, sehr intim. Also du hast da, und das passt irgendwo zu dir und zu deinem Lebensmotto wahrscheinlich, dieses durch und durch Ehrliche, was dir immer wichtig war, oder? Ja, das ist tatsächlich so, das ist so ein bisschen ein Erbteil meiner Eltern schon. Ich bin da halt aufgewachsen in einem Umfeld, wo Ehrlichkeit immer sehr wichtig war, ist ja ohnehin wahrhaftig sein, ist eine christliche Tugend. Aber ich habe auch durch die Arbeit mit Aufatmen und durch die Arbeit als Zeitschriftengründer und in Werken gesehen, wie leicht Christen eben zu so einer Doppelbödigkeit neigen. Wir wissen ja, was da richtig ist. Wir wollen gerne Ideale leben. Und dann ist eine hohe Versuchung da, dass man was Schönes nach außen vorzeigt, aber nach innen dann was verdeckt. Und an der Stelle haben wir, das ist auch so ein bisschen die Liebe von Thomas und mir, beide zu Biografien, dieses Lernen vom Leben anderer. Wie haben die ihre Probleme gemeistert? Und das hat ja dann immer damit zu tun, du kannst nur von anderen lernen, wenn sie Einblick geben. Und ja, du kannst nur sinnvoll lernen, wenn sie dabei ehrlich sind. Sonst liest du Heldengeschichten und das ist ja oft dann nur einseitig. Für mich ist der Bibelvers, gebt eure Leiber zum lebendigen Opfer, da ganz wichtig geworden. Den kann man ja so verstehen, wir müssen für Christus sterben und wir müssen Heldentaten verbringen. Ich verstehe ihn umfassender. Ich empfinde, dieser Bibelvers sagt uns, hey, euer Leben soll anderen Menschen dienen. Es soll ein lebendiger Dienst für andere sein. Und dieser Dienst besteht auch darin, lass doch andere teilhaben daran, wie hast du deine Probleme gemeistert? Wie sieht's in deinem Leben aus? Wie hast du das gute Leben erobert, um das es uns doch allen geht. Und das Spannende ist, dass du dann ganz schnell entdeckst, es gibt so viel Ähnliches, so viel Modellhaftes im Leben von Menschen, wo du denkst, Mensch, ich bin nicht allein. Und hey, das ist eine gute Idee. So könnte man da durchkommen. Das hat sich schon bewährt bei anderen, ne? Das ist ein gutes Stichwort, wo wir gleich konkret einfach in ein Thema eintauchen können, was dich sehr beschäftigt hat in der Jugendzeit. Und da sprecht ihr ja auch
einfach ganz direkt darüber und völlig offen, schonungslos über das Thema der Selbstbefriedigung. Und dann muss man ein bisschen den Hintergrund vielleicht auch kennen, wo du aufgewachsen bist. Kannst du uns da ein bisschen auch in diese Lebenssituation mit hineinnehmen? Ja. Ich bin in einem freievangelischen Pastorenhaushalt aufgewachsen. Wir hier im Norden sind so eine Abspaltung vom Gnadauer Gemeinschaftsverband gewesen. Also, sag mal so im erweiterten Sinne, Pietismus, freikirchliches Klima, eine hohe ethische Verantwortung. Also dieser Versuch, gerne richtig zu leben, es alles gut zu machen, der Bibel ganz wörtlich zu folgen. Und das ist natürlich auch immer für die Bereiche Sexualität und Ehe so gewesen. Man kannte diese großen Ziele. Aber du hast im Grunde keine richtige Aufklärung gekriegt. Du hast dich, du warst dir selbst ein Stück fremd. Da an der Stelle, sag ich mal, haben meine Eltern, das waren tolle Eltern, aber da waren sie selber wahrscheinlich ein Stück durch ihre eigene Prägung unbeholfen. Und so habe ich als Jugendlicher, ich bin ein fantasiebegabter Mensch und so, ich habe viel Probleme gehabt mit Selbstbefriedigung und dann in der Folge auch so, immer wieder dieses Gefühl der Selbstverurteilung. Hey, wenn du das nicht in den Griff kriegst und wenn du das nicht endlich und neuer Versuch. Und ich habe an der Stelle, das ist auch was Paradigmatisches für das Leben, glaube ich, aller Christen, dass wir alle so Gebiete haben, starke Lebensgebiete. Wir alle sind, keiner, der eine hat Probleme mit dem Vergleichen, der andere mit Eifersucht, mit Neid, mit Geld, mit was auch immer uns prägt. Ich hatte sie an der Stelle und habe gemerkt, je mehr Christen sich vernabeln daran, je mehr sie sich konzentrieren, ihre großen Lebensgegner sozusagen zu erledigen, umso mehr binden sie sich eigentlich daran. Und an der Stelle habe ich gemerkt, wir sind nicht gut vorbereitet drauf gewesen. Ich habe das dann im lutherischen Umfeld kennengelernt, dass da oft ein viel barmherzigeres, freieres Verhältnis sowohl zum Körper als auch zum Thema ist es Sünde, ist es nicht Sünde, es ist ja erstmal ganz egal, es kann zu einem Suchtverhalten werden. Und ich habe gemerkt, und das war auch ein Stück Befreiung dann, hey, spiel das Thema mal runter, nimm es ernst, aber es ist nicht das Thema, an dem sich dein Leben entscheidet. Und das Leben geht weiter und es gibt viel Positives und du bist viel mehr als der Kampf auf einem Gebiet. Ich habe viel daran gelernt, aber es hat auch Kosten verursacht, wo ich mir gewünscht hätte, dass Freunde oder eben auch Eltern, aber Eltern sind da sicherlich auch begrenzt, mich auf eine gute Weise an die Hand genommen hätten und sozusagen nicht unbewusst in dieser Sorge um das Kind noch eine Vernabelung mit einem Thema verstärkt hätten. Ja, und das Spannende ist ja dann auch, und das ist hier schön hineingewoben auch in diese Dialogbiografie, dass es oft so eine Lebensthematik war, die dann auch eingeflossen ist in ein neues Magazin oder in ein Projekt, das du dann gestartet hast. Und das hatte irgendwie immer eine Logik. Ich zitiere hier jetzt bei diesem Thema, diese Einsamkeit, die du da beschreibst, auf Seite 39 kommt das. Da war Not und Einsamkeit, Selbstverurteilung. Und daher kommt auch eine Beauftragung bis heute in manche von mir gegründete Zeitschriften hinein, weil ich bewusst machen will, Leute, es gibt so viel Einsamkeitsnot rund um Sexualität und die Hilflosigkeit der alleingelassenen Menschen, die denken, nur ich bin so, nur ich bin so ein Schlimmer oder eine Schlimme, nur ich bin so speziell. Also es bringt sehr schön auf den Punkt, jetzt einfach auch noch bei diesem Thema, das wir vorhin auch angesprochen haben. Und später im Buch sagst du dann auch noch dazu, jeder von uns oder bei dir ist so, ja, die witzige Rückfrage an Thomas, ja, was denkst du, wo falle ich, auf welcher Seite vom Pferd falle ich runter? Also was fordert mich stärker raus? Also das haben wir jetzt schon ein bisschen gespürt, was das ist. Und das bleibt eben dann auch diese übers ganze Leben hinweg so. Ja, tatsächlich, das war halt oft der Grund dafür, dann irgendetwas zu tun, ne? Zu merken, so wie es mir gerade geht, den Widerspruch des Problems, das ich gerade fühle, wenn du genau hinguckst und wenn du hinter die Fassade von Menschen gerätst, durch Vertrauen, durch Miteinander, merkst du, das geht anderen auch so. Das war bei dem Familienthema so. Deswegen haben wir dann Family gegründet. Hey, alle Kinder, alle jungen Leute sollen eine tolle Ehe führen, sollen viele Kinder haben, sollen wunderbare Kinder erziehen. Und du merkst auf einmal, sie leiden aber daran, dass das alles viel schwerer ist, wenn man in der Realität ist, als gedacht. Und dann braucht es Hilfe, dann braucht es Austausch,
Weil gemeinsam kann man es viel besser schaffen. Oder eben beim Glaubensthema, ne? Das ist diese Gründung von Aufatmen, die ja für mich gerade auch in Richtung auf Thomas, das bindet uns ja sehr zusammen, wichtig geworden ist, zu sehen, hey, wir wollen alle miteinander gut den Glauben leben. Wir wollen das überzeugend vorleben. Wir wollen es gerne schaffen. Wir wollen Jesus so gerne gut nachfolgen. Und dann merken wir aber wir scheitern immer wieder auch an uns selber. Wir werden dem nicht gerecht, was wir eigentlich wollen. Und irgendwann merkst du dann, und dann neigen Leute dazu, sich selbst in einen religiösen Käfig zu sperren und im Grunde Religion zu leben nach dem Motto, ich muss was leisten. Und wenn ich was leiste, bin ich gut. Hey, aber das ist genau das Gegenteil vom Glauben an Jesus. Weil Jesus bist du angenommen und lebst in einem Raum der Freiheit und darfst deswegen aufblühen, darfst wieder hinfallen und es lebt sich zurecht, weil du im Raum seiner Liebe bist. Mhm. Und das ist so eine wichtige Botschaft, die wir immer wieder den Menschen sagen müssen. Zwischen Selbstverurteilung und aber auch Selbstreligiosität nach dem Motto, ich schaffe das schon. Und ich bin hier in einer tollen Gemeinde und die wollen alle so super vorweggehen und die sind alle so stark, nur ich bin schwach. Das ist Quatsch. Wir alle sind Menschen. Und da, glaube ich, lauert ein großes Stück Befreiung, wenn wir einander das zusprechen dürfen. Nicht als billige Entschuldigung, darum geht es ja gar nicht. Das ist im Grunde auch gar nicht das, was Menschen wollen. Sie wollen ja, aber sie brauchen dieses Gemeinsame. Und da ehrlich darüber zu reden, das, was du als Schatz in deinem Leben entdeckt hast, weiterzugeben, das ist einfach was Schönes. Genau, das ist wirklich etwas, das sich durchzieht durch dein Leben. Und wenn du heute, du kommunizierst ja auf diversen Kanälen, auch über die Magazine, heute noch natürlich schreibst du da mit, aber auch neulich zum Beispiel auf Facebook, und das hat ein bisschen auch mit dem zu tun, mit Scheitern, Schwäche und das, oder dieses übertriebene Heldentum, das da angestrebt wird oder manchmal suggeriert wird, vielleicht bei den Christen auch. Im Thema Brian Houston war das da aufgezogen, als der den Rücktritt bekannt gab und du hast gleich geschrieben, ich trauere mit, denke an all jene, die von ihm inspiriert wurden. Ich meine, man könnte auch Bill Hybels nennen oder andere selbstverständlich hier. So viel gute Frucht, die gewachsen ist durch Hillsong. Und ich sehe schon wieder die schlauen Kommentare der Frommen, die alles gewusst hatten. Vorbehalte gegen Starprediger, große Gemeinden, populäre Ideen. Also du sprichst das da sehr direkt an. Auch im Buch kommt das vor. Es wird keine gute Theologie in Bezug auf Helden hätten, die diese auch Menschen sein lässt. Das bringt es schön auf den Punkt wahrscheinlich. Ja, und das ist so ein bisschen, glaube ich, dasselbe Thema, was sich quer durch mein Leben zieht. Ne? Dieses, dass wir, ich glaube, wir als Christen haben einen großen Nachholbedarf, selbst zu definieren und ein gutes Umgehen damit zu finden, was es bedeutet, dass wir Menschen bleiben. Und dass Gott deswegen Christus gesandt hat und dass Gott deswegen sich zu uns hingestreckt hat. Wir neigen dann immer dazu, das sozusagen in Punkte aufzuteilen und zu sagen, ja, jetzt bin ich Christ geworden, ab jetzt wird alles anders. Und natürlich wird auch was anderes. Oder das ist der Prediger, der kann so gut predigen oder der ist so erfolgreich, der ist weltweit bekannt. Und selbstverständlich hat er jetzt vieles von den Schatten des Menschen abgelegt. Aber das ist dumm, das ist unklug, es ist auch nicht biblisch. Ein David bleibt bis zum Schluss ein problembehafteter Mensch. Wir alle bleiben Menschen mit den Schatten. Und ich glaube, wir müssen lernen, in den Gemeinden einander diesen Raum zu geben, der ja nicht billig ist im Sinne von, hey, kommt auch nicht so drauf an, du hast ja auch recht, wir drücken überall die Augen zu. Deswegen ist es auch gefährlich, gerade bei diesen großen Helden der Szene, auf sowas hinzuweisen, weil es schnell gelesen wird als, aha, du willst das entschuldigen. Hall, da sind doch auch Opfer im Spiel. Ja, da sind Opfer im Spiel. Und Sünde hat immer negative Folgen, entweder für mich und mehr noch für andere. Und das darf man nie verharmlosen. Nur, wenn ich keine gute Theologie habe, keine gute Haltung habe an der Stelle, dann holt mich mein eigener langer Finger ja ganz schnell ein. Der Nächste, den ich anklagen muss, bin ich. Weil ich bin ja genauso wie der da, nur auf kleinerem Niveau und nur ohne, dass die anderen es wissen. Und das führt wieder in diese Schraube der Heimlichkeit. Aha,
Ziel des Christseins ist also, meine Schatten, meine Fehler, meine schwierigen Gebiete zu verbergen, weil wenn sie gefunden werden, dann geht es mir so wie Brian Houston, alle zeigen mit langen Fingern auf mich, ich bin der ganz, ganz Schlimme, mein ganzes Lebenswerk geht den Bach runter und das ist verkehrt. Die Opfer sind Opfer und das hat hohen Respekt und da müssen wir alle Hilfe machen, nichts darf verharmlost werden. Aber die Täter sind nicht nur Täter, sie sind Menschen wie du und ich und sie haben oft ein großartiges Lebenswerk und haben sich ehrlich gemüht. Aber sie bleiben Menschen mit Schatten. Und deswegen gibt's Jesus. Deswegen kam Jesus zu uns. Und deswegen können wir als Christen leben. Und das müssen wir in eine gute Balance bringen. Die Balance fällt uns da sehr schwer. Deswegen habe ich da geschrieben. Absolut. Ja, fand ich sehr gut. Übrigens auch einer der, sagen wir mal, Helden der Gegenwart vielleicht auch in unserer Szene, das ist der Johannes Hartl ja auch. Und der hat auch einen sehr schönen Post gemacht und am Schluss geschrieben, wenn Leiter sein bedeutet, als Star überhört zu werden, als makelloses Vorbild in allem, als unfehlbar, dann wäre ich persönlich gerne lieber kein Leiter. Ja. Das fand ich ein mega starkes Statement auch von ihm. Ja, genau. Das ist genau das. Und ich glaube, wir leben halt auch in einer Medienlandschaft, die ja im Grunde bei allen politischen Leitern auch und so weiter, immer diesen Maßstab anlegt, du musst eigentlich perfekt sein und wehe, du bist es nicht. Und dann, und so, das ist ein bisschen die Rückseite der Demokratie, dann wählen wir dich nicht mehr. Nur wen immer wir dann als nächstes wählen, er wird wieder ein Mensch sein, er wird hoffentlich sein Bestes geben und er wird nicht alles gut machen. Und ja, so ist es und so sind wir selber auch und wir brauchen diesen Raum der Barmherzigkeit, um blühen zu können. Da können wir einander gut tun, wenn wir nicht immer sofort mitmachen und sofort es gewusst haben und sofort die langen Finger. Dazu kommt sicherlich beim Thema Megachurches, das ärgert mich dann, manchmal so ein, ja, ich glaube manchmal so ein verborgener Neid oder ein Ärger darüber, dass andere gehypt werden, während ich doch nicht so im Blick bin mit meiner kleineren Gemeinde, wo ich mir Vorwürfe mache, dass ich nicht auch so groß bin. Und da würde ich wieder sagen, jesusgemäß ist es, jede Gemeinde ist seine Braut. Und klein oder groß, du hast überall leicht mal systemische Probleme. In einer kleinen Gemeinde kann es genauso für einen Pastor schlimme Probleme geben. Ich brauche Spenden, ich muss mich Liebkind machen, ich will es allen recht machen. Das ist nichts anderes als in der großen Gemeinde. Vielleicht hat jede Gemeinde ihre spezifischen Gefahren, aber wir tun gut daran, einen Raum der Barmherzigkeit zu bauen. Absolut. Ja, und du hast ja auch ein starkes Anliegen für dieses Brückenbauende, dieses, das war immer, also stark Netzwerker, also da, was ist da noch alles zu erwähnen? Ich meine, wir können überhaupt völlig nicht abbilden, was jetzt da in diesen 400 Seiten gezeigt wird oder was ihr erlebt habt miteinander, der Thomas und du, Ulrich, aber trotzdem so ein paar Anliegen. Und eines ist auch das Thema Frauen in Leiterschaft oder auf Augenhöhe mit den Frauen. Da kam ja auch gerade vor kurzem ein anderes Buch heraus, wo du der Herausgeber bist, mit Daniela Mailänder zusammen, auf Augenhöhe. Dieses Thema möchte ich gerne auch noch mit dir ansprechen, weil das ja scheinbar immer noch ein Thema ist, wo es ein Plädoyer braucht, wo man immer wieder darüber reflektieren muss, wo stehen wir eigentlich da? Kannst du ein paar Worte dazu sagen, auch zu diesem Buch? Das ja, und ich kann sogar ein bisschen einleiten, weil du hast das, mein Interesse an dem Einheitsthema, warum Christen zusammenarbeiten sollen und mein Interesse an Frauen und Männern. Da liegt ja ein gemeinsames Paradigma dahinter. Ich glaube, dass Gott uns Menschen so geschaffen hat, dass wir auf Gemeinsamkeit hin gebaut sind. Christen gemeinsam tun sich gut, auch wenn es manches ja so fremd ist und wir aufpassen müssen. Aber es hat auch einen großen Segen, gemeinsam was zu tun. Ich glaube, so hat Gott vor allen Dingen auch die Geschlechter konstruiert, zu sagen, hey, gemeinsam seid ihr am besten. Wenn es sozusagen nur Männer hätte geben sollen und es so am besten gewesen wäre, dann hätte Gott es vermutlich so gemacht. Er hat es aber nicht so gemacht. Er hat ganz offensichtlich gesagt, miteinander kommt das Menschsein zur vollen Entfaltung. Und da sind wir, glaube ich, immer noch am Buchstabieren. Und wir merken ja gerade in unserer heutigen Zeit, wie sehr wir denn an der Stelle auch zu Pendelschlägen neigen. Das ist, glaube ich, wie bei allen Themen so. Und unser Anliegen, Daniela Mailänder und mein Anliegen an der Stelle ist, dass wir sagen, wir brauchen
Augenhöhe, gerade in der christlichen Szene. Ich denke, die Thematik, dass Frauen wirklich gleiche Rechte haben, dass sie von Gott mit gleichem Wert, aber auch mit gleichem Recht ausgestattet sind, das ist in der Gesellschaft weitgehend durch. Ich glaube, oft dann schon in einem Pendelschlag befindlich übermäßig durch, in diese ganze Gender-Thematik. Aber in den Gemeinden haben wir oft noch Nachholbedarf. Und da wächst eine Ungeduld bei Frauen, was dann manchmal auch wieder zu Übertreibungen führt. Und deswegen müssen wir auch da gemeinsam, finde ich, sozusagen dieses Feld jetzt ansehen und gucken, was heißt es wirklich, gemeinsam auf Augenhöhe mit gleichen Rechten, jeder Mensch unterschiedlich natürlich, unterwegs zu sein. Und wie hat sich Gott das gedacht? Und dabei sozusagen nicht neue Gräben aufzureißen, denn wir brauchen einander, ja. Aber doch fair hinzusehen. Und ich habe an der Stelle gemerkt, als Geschäftsführer der SCM, aber auch als Bundesleitungsmitglied im Bereich des Bundes Freie Evangelischer Gemeinden, dass wir einfach Nachholbedarf haben und dass wir da als Männer manchmal neu hinsehen lernen müssen und ein Stück unsensibel sind, obwohl wir es gut meinen. Genau. Ja, und was ich auch noch sagen darf, in der Schweiz ist das Buch ja jetzt auch schon natürlich angekommen. Ich habe es gemerkt, diese Woche kam eine Redaktorin aus meinem Team ins Büro nach Bern und hatte dein Buch schon im Rucksack und sagte, hey, ich habe das jetzt gelesen. Also auch diese Biografie im Dialog, die ihr da geschrieben habt, zwei Männer, die liest sich auch für Frauen absolut sehr gut. Das hat sie mir bestätigt. Also man spürt ja dein Herz, dein Anliegen. Wir haben es auch jetzt wieder gespürt. Und du bist eben auch immer noch, und das sieht man ein wenig, die Evolution eigentlich auch von den SCM-Magazinen, von den diversen Initiativen, auch die Festivals und so weiter oder die Konferenzen, sieht man wunderbar hier in diesem Buch, diese Biografie. Und eines der letzten wahrscheinlich ist das, was ich noch erwähnen möchte, auch dieses Magazin Anders Leben. Finde ich auch ein mega spannendes Projekt. Und da hast du über die Vision geschrieben, müssten wir nicht anders leben. Zu viel sorgloser Konsum, Ego-Mentalität, Ausbeutung und Verschwendung. Können wir so weiterleben wie bisher? Also wirklich, der Uli kann es nicht lassen, einfach immer wieder, oder? Da reinzustechen in diese Themen. Ich glaube, dass das eben wirklich eine Folge unseres Glaubens ist. Wenn wir Jesus folgen wollen, dann leben wir mit diesen ja sehr ambitionierten Maßstäben des Neuen Testamentes. Und das gibt uns etwas vor im Blick auf Frauen. Jesus hat Frauen völlig anders behandelt als die Leute seiner Zeit. Und das hat mit diesen inneren Werten zu tun. Und wir als Christen in Bezug auf Lebensstil, auf jetzt Klimakrise oder sonst was, neigen oft dazu, der Gesellschaft ein Stück hinterherzulaufen. Manche sehr schnell, das kritisieren wir dann. Manche auch der Gesellschaft nur viel langsamer. Die sind im konservativen Teil, aber sie sind dann nicht geformt zuerst von den biblischen Werten, sondern die werden manchmal dann nur dafür instrumentalisiert. Und das finde ich bei beiden Themen sehr, sehr ähnlich wie bei vielen Themen, dass wir von Jesus her schauen müssen, was ist ein guter Weg in Bezug auf Frauen, Männer. Hey, wenn wir wirklich wollen, dass Frauen mit gleichen Rechten und auf Augenhöhe im Reich Gottes unterwegs sind, in unserem Umfeld, Familie, Ehe, Firmen, dann müssen wir ihnen oft Wege eröffnen, die fair sind. Das heißt, wenn wir gemeinsam Kinder haben wollen, dann müssen wir gut darüber nachdenken, wie teilen wir es auf? Wie können wir das Leben in Prozesse einteilen, wo jeder dann auch die Chance hat, selber sozusagen Seins zu leben. Was ist für mich als Mann mein Vatersein? Wie viele Jahre kann ich vielleicht aussteigen dafür? Wenn wir in den Gemeinden doch mehr Frauen in Leitung haben wollen, wie teilen wir dann die Sitzungszeiten ein? Muss das immer am Abend sein, wenn gerade die Kinder zu Bett gebracht werden? Wie läuft das im Miteinander? Wenn wir im Leitungsbereich, ich habe das in der SCM gemerkt, bei uns im Verlag, wenn wir im Leitungsbereich leitende Frauen haben wollen, was heißt es dann für die Frage nach Kinderkriegen? Was ist mir oft so gegangen, dass du dich bei einer jungen Frau fragst, oh, jetzt ist sie Mitte 30, die wird jetzt bald Kinder kriegen, also machst du sie besser nicht zur Leiterin, weil dann musst du dann nur diese ganze Mühsam mit Kinderzeiten und sowas ertragen. Das ist doch nicht so praktisch, nimm lieber einen Mann. Aber das ist nicht fair, wenn wir von Jesus herkommen. Es macht nur Mühe.
Und diese Mühe müssen wir eingehen, weil der Wert von Jesus her Augenhöhe zu leben höher ist. Und genauso geht das ja eben bei diesem Thema anders leben. Wir leben in der Zeit der Klimakrise. Wir merken, wir müssen uns an vielen Stellen einschränken. Und Mensch, wer könnte das denn besser als Christen? Wir haben von Paulus her diesen wunderbaren Satz, ich kann arm sein, ich kann reich sein, ich vermag alles in Christus. Und dann denke ich auch wieder, wir müssen reingehen in einen Lebensstil, der nicht verteufelt, oh, die Bösen reichen oder die Bösen, die dies tun oder die Bösen, sondern in einen Lebensstil der Freiheit, zu sagen, hey, ich brauche nicht viel zum Leben. Es ist wunderbar, Dinge wegzugeben oder Geld wegzugeben. Ich darf mir aber auch etwas gönnen. Die Welt ist reich. Gott hat sie schön gemacht. Ich muss nicht alles mit schlechtem Gewissen tun oder sowas. Aber wir können in unseren Gemeinden eine Kultur einüben, die eben auch den Wert von Verzicht beleuchtet, die nicht einfach nur mitmacht. Ja, also du merkst vielleicht schon an der Stelle, ich bin bin einfach begeistert als Christ, weil ich merke, wie sehr die Bibel und wie sehr Jesus uns sozusagen ein funktionierendes, nicht im Sinne von versagungsfrei, sondern einen klugen Kosmos aufbaut, in dem, wenn wir uns an ihn halten, wir Raum zum Leben finden. Das betrifft die Gesellschaft, ja. Im Blick darauf, Mensch, Nachhaltigkeit, ein kluges Durchdenken dessen, wie wir mit der Schöpfung umgehen. Das ist von Jesus her völlig gut. Ja. Das ist angesagt. Das ist nichts Ideologisches, nichts Linkes oder sonst was. Ich glaube, dass das oft ein Fehler ist, dass wir zu schnell dabei sind zu fragen, wo ist das politisch einzuordnen? Wie sehe ich das gesellschaftlich? Genau. Habe ich dann falsche Freunde? Mein Freund ist Christus. Und ich frage mich, wie nah bin ich an ihm dran mit dem, was ich im Leben umsetzen will? Und dann lebe ich in einer revolutionären Gemeinschaft. Das nennt sich Gemeinde. Und die kann revolutionär sein, die kann ganz anders sein. Was für ein toller Raum. Ich glaube, dass wir damit junge Leute faszinieren könnten, wenn wir das noch stärker betonen. Deswegen eben auch solche Gebiete wie anders leben. Ne? Das ist ja jetzt ein Thema, das auch enorm Dringlichkeit gerade noch einmal bekommen hat durch die ganze Frage, die in Deutschland heftig diskutiert wird. Was machen wir jetzt mit dem Erdgas von Russland oder mit dem ja. Krieg? Und also die Debatte läuft da bei euch sehr hitzig. Wie können wir, also das Thema Verzicht vielleicht, das kommt plötzlich direkt zu den Menschen und zu der breiten Bevölkerung jetzt bei euch noch stärker als bei uns in der Schweiz, weil wir ein bisschen weniger abhängig sind. So. Aber ich will nicht, dass wir jetzt dort in die gleiche Kerbe schlagen wie in den Talksendungen auch. Das bringt nichts, denke ich, in diesem Moment. Ich möchte mehr so fragen, was die ganze Situation jetzt auch in der Passionszeit, wo wir uns befinden, auf Ostern hin und dann Krieg und Corona, wir kommen aus der Corona-Erfahrung, was macht das mit dir, mit deinem Herzen im Moment, Uli? Wie gehst du damit um? Ja, du hast das ja eben vielleicht schon gemerkt, dass ich eben in all diesen Herausforderungen immer wieder durchschaue zu Christus selbst hin und empfinde, wie revolutionär, wie erfrischend, wie schön das ist, dass wir mit ihm leben können, was er für unser Leben bedeutet. Und ja, natürlich tut sowas wie die Ukraine weh. Dort, das ist ein Albtraum, zusehen zu müssen, nicht helfen zu können oder nur sehr begrenzt. Und natürlich darf man das gesellschaftlich nicht einfach marginalisieren im Sinne von, ach ja, wir Christen, wir können das und was geht's uns an? Nein, wir sind Teil dieser Gesellschaft. Aber jetzt wieder dies zu sagen, Leute, die christliche Gemeinde, die Kirche hat einen unglaublichen Schatz. Sie weiß, wie Leben geht. Sie kann euch sagen, wie man die Dinge in eine gute Ordnung bringt. Ist Geld, ist etwas Schönes, ist Sicherheit, ist eine warme Wohnung, ist das unwichtig? Nein, das wäre wieder der komplette Pendelschlag. Aber gibt es noch Wichtigeres? Gibt es darüber hinaus Ziele wie ein Nordpol, der sozusagen mein Leben durchdringt und mich ausrichtet auf etwas? Ja, Christus ist noch mal darüber. Und das hat eine unglaubliche Bedeutung für mein Leben und sozusagen strahlt durch. Immer wieder so, ich benutze gern dieses Bild vom Kompass, wo die Nadel sich immer wieder einpendelt in diese Nordrichtung. Und so wünschte ich mir das für mein Leben. Wenn du jetzt sagst, wie geht's dir jetzt in dieser ja angespannten Stimmung bei uns, wo uns einerseits Verzicht droht oder auch Ängste da sind, dann denke ich,
nimm deinen Kompass und halt ihn in die Luft und lass sich die Nadel wieder auf Christus einpendeln. Das ist das, was wir brauchen. Das macht uns Hoffnung. Er ist letztlich das, wovon ich lebe, wofür ich lebe. Wenn es uns so lange gut gegangen ist, wem verdanke ich das denn? Meiner Schlauheit, dem Schweizer Staat, unserem Reichtum? Ja, natürlich, das sind alles Werte, die mitspielen. Aber wir Christen sagen doch, letztlich verdanke ich es Christus. Und wenn ich in guten Zeiten das nicht kapiere, nicht durchblicke dahin, dann bleibe ich unter dem, was mein Glaube sagt und was ich doch eigentlich will und was ich predige. Und deswegen kann ich eben in den schwierigen Zeiten, in dieser Passionszeit, die uns nahe rückt, gerade erst recht durchblicken zu Christus und sagen, ich weiß ja, eigentlich lebe ich von ihm her. Und danke Gott, dass du mich wieder daran erinnerst, worum es wirklich geht, wo der Pol meines Lebens ist, in das ich mich ausrichten will. Ja, genau. Hey, ich könnte noch natürlich stundenlang mit dir weiter diskutieren und dafür verschiedene Ausschnitte aus dieser Biografie auch picken, aber wir lassen es jetzt dann mal dabei bewenden. Einen Punkt muss ich aber doch noch ansprechen auf Seite 127, weil das hat mich so auch entlastet für mich persönlich, ehrlich gesagt, weil da ticke ich ein bisschen ähnlich und das dann von dir zu sehen oder zu hören, respektive zu lesen, ganz genau, und wie du das beschreibst, die stille Zeit ist da das Thema. Mhm. Und da sagst du, die klassische stille Zeit oder so, die gezielte Aneignung davon, das funktioniert irgendwie bei dir nicht oder hat nicht funktioniert. Und ich merke das auch oft, dass das bei mir so ist. Aber dann kommt das Hoffnungsvolle, dass Gott hat den Uli dann doch gefunden, jeweils. Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen? Ja, und das zeigt auch wieder so ein bisschen manchmal diese kleine Gefangenschaft, in die wir uns als Christen selber begeben. Wir werfen sozusagen ein gutes Thema hoch und sagen, es ist so wichtig, stille Zeit zu machen. Dahinter steckt ja dieses, wir müssen uns an der Bibel orientieren. Hey, das ist richtig. Wir brauchen auch konzentrierte Zeit in der Begegnung mit Gott. Ja, das stimmt. Aber dann gibt es so ein bisschen einen pädagogischen Kurzschluss, dass wir dann manchmal meinen, so ich sag mal jetzt wie in der Medizin, wir haben eine Medizin, die heißt Aspirin und sie hilft gegen alles. Und hast du Aspirin genommen? Hast du noch nicht mehr? Dann musst du. So, und da sage ich so dieses, ich habe gelernt, für mich war die stille Zeit dieses eher ein Stück verschulte Programm, ein Stück Lesen, Beten, das alles in Regelmäßigkeit und so ein bisschen wie eine Eingangspforte in den Tag. Das ist ja gut gedacht und ich spüre den guten Willen. Für mich war es immer schwierig, weil für mich war es der Messpunkt, an dem ich schon morgens gemerkt habe, ich scheitere. Ein blöder Start in den Tag. Ich habe es wieder nicht geschafft. Ich wollte es doch eigentlich. Und irgendwann kommst du auf die Idee zu sagen, das kann nicht der Sinn dieser Übung sein. Das kann auch nicht das sein, was Jesus Freude macht. Dass ich täglich an ihm erstmal schön scheitere. Sondern der Sinn muss doch sein, dass ich selber einen Weg finde, dies zu erreichen. In der Bibel sozusagen, wir sagen das manchmal so gut norddeutsch, gesotten wie ein Hering. Das ist so ein bisschen, wir sollen biblisch gesotten sein, durchzogen mit Bibel. Und das müssen wir irgendwie erreichen. Aber ob nicht der Obelix, sagst du doch. Ja, oder das sozusagen, ob ich in den Topf bei Obelix reinfalle oder ja. Nicht. Oder was mein... Dies irgendwie, es geht um das Ziel. Und wenn wir es erreichen auf unserem Weg, ob wir Predigten hören oder Bücher lesen oder uns von, ich lasse mich gerne von der Begeisterung meiner Frau anstecken für die Bibel oder sowas. Und ich habe dann gesehen, Gott hat für mich einen Weg gefunden. Das waren meine vielen langen Fahrten. Ich sitze ja hier oben im Norden, habe 3 Orte in Deutschland quer gehabt, wo ich als Geschäftsführer aktiv bin. Das hieß viele lange Fahrten im Auto. Und da habe ich dann gedacht, das ist gut, und ich habe gemerkt, hör eine Predigt und dann lass 1-2 Stunden einfach Zeit, bete, halte die Dinge Gott hin, sag ihm deine Sorgen. Und ich habe gemerkt, das funktioniert für mich, weil auf einmal bin ich im Gespräch mit Gott. Und ich habe so oft Antworten gekriegt. Ich habe irgendwo mal geschrieben, ich halte ständig auf Autobahnparkplätzen an, weil ich mir Notizen machen muss, weil Gott spricht zu mir, die Dinge fließen. Aber sie fließen für mich nicht in der stille Zeit. Aber stille Zeit ist nur ein Containerbegriff für deinen Weg, Gott nahe zu sein und sich auf ihn auszurichten. Da ist Freiheit drin, weil Gott Freiheit gibt. Wow, was könnte es für einen schöneren Abschluss geben für unser Gespräch? Uli Eckers, es hat mich sehr gefreut, auch
berührt jetzt auch die Biografie, kann die herzlich empfehlen. Zeigt die nochmal kurz, SCM erschienen, diese Biografie. Da wird es Ihnen den Ärmel reinnehmen. Mir ging es nämlich so und auch meine Redaktionskollegin, weil das auch so, man kann so mitgehen, wie ihr da diese Treffen und diese Begegnungen auch mit dem Thomas Harry, wirklich wunderbar. Vielen Dank. Und Uli, ich wünsche dir natürlich gesegnete Ostern und sowieso einfach Gottes Segen weiterhin, dass du wirken kannst. Wir brauchen dich weiterhin und deine Stimme. Und ich bin sehr dankbar für das, was du auch mit Gott zusammen aufgebaut hast, gewirkt und geprägt hast. Vielen Dank. Ja, danke Florian und danke auch euch Schweizern. Ich bin immer begeistert von eurer Intensität, mit der ihr Dinge aufbaut und macht. Und es war eine Freude, das mit Thomas zusammen zu machen. Das bringt mich dem auch nahe. Ich verstehe viel mehr über euch jetzt da auch so. Und es ist was Starkes auch da. Das ist was Berührendes von Gott her. Menschen aus unterschiedlichen Ländern können ganz eng zusammen sein, weil Christus in der Mitte steht. Fantastisch. Herzlichen Dank. Frohe Ostern. Uli. Tschüss. Tschüss. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, danke dir. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/videopartner.